Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch den nächsten Maschenanschlag durchgehen und zwar stricken wir heute unsere Maschen auf. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ich habe mir jetzt hier mal eine richtig schöne bunte Wolle geschnappt. Ich denke mir, so seht ihr es einfach am besten. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Dafür legen wir den Faden um den Finger, so dass er hier unten zum X ist, lösen den Finger und legen den Arbeitsfaden einmal quer rüber, so dass er uns dann hier in der Mitte des Loches anschaut und ziehen ihn durch. So, damit haben wir eine Schlaufe. Ich zeige es euch nochmal ganz langsam. Um den Finger, wir haben hier das X, Finger lösen, das lose Ende quer über diesen gelösten Ring legen, in die Mitte greifen, das lose Ende schnappen und festziehen. Achtet bitte darauf, dass ihr das lose Ende nicht durchzieht. So, und an diesem losen Ende könnt ihr jetzt bestimmen, wie groß eure Schlaufe ist. Die legen wir uns jetzt auf die Stricknadel und ziehen sie ein Stück an. Das geht mit jeder Stricknadel und mit jeder Wolle. Jetzt gehen wir mit der leeren Stricknadel vom Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch, holen uns den Faden, ziehen den durch, haben jetzt hier eine Schlaufe. Wir drehen die Nadel, dass beide Spitzen in die gleiche Richtung zeigen und nehmen uns, wo die Masche schon drauf ist, die Masche rüber. So, ich zeige es euch nochmal. Durchstechen, Faden holen, durchgehen. Beide Spitzen gehen in dieselbe Richtung. Wir nehmen die Nadel, wo jetzt schon zwei Maschen sind, stechen vom Seil Richtung Nadelspitze durch die eine Masche durch und nehmen die rüber. Jetzt haben wir hier schon drei Maschen. Machen das noch einmal. Vom Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch. Wir holen uns den Faden, durchgezogen. Jetzt haben wir hier eine Schlaufe, hier jetzt schon unsere drei. Jetzt mit der Nadel, wo die drei Schlaufen sind, vom Seil Richtung Nadelspitze durch die eine Masche durch, rübernehmen und die andere Nadel wieder rausnehmen. Beide parallel ausrichten. Ich zeige es euch noch mal ganz langsam. Wir gehen durch, holen den Faden, durch die Masche durch, beide Nadeln parallel und mit der vollen Nadel durch die eine Masche und aufgestrickt. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen. Zwei machen wir noch. Parallel ausrichten und mit der vollen durch die eine Masche
Und wir haben unsere 10 Maschen angeschlagen. Und jetzt zeige ich auch gleich, wie immer, dass man damit sofort losstricken kann. Rechte Maschen gehen wir aber zusammen noch durch. Wenn ihr den Maschenanschlag erstmal üben wollt, dann stoppt das Video hier. Jetzt habt ihr das ja gesehen und probiert es einfach schon mal aus. Für die, die jetzt schon stricken können, zeige ich, dass man jetzt sofort damit losstricken kann. So, ihr seht, man kann sofort damit losstricken. Gut, klar, meine Maschen sind jetzt ein bisschen groß, ich habe hier aber auch die 6er Nadel auf die 3er Wolle. Aber so zeigen sich die Maschenanschläge schöner. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt viel Spaß beim Üben. Wenn Fragen zu dem Anschlag sind, immer unten in die Kommentare rein. Ich versuche es euch ganz, ganz schnell zu beantworten. Ich hoffe, ihr hattet jetzt viel Spaß bei der kleinen Anleitung und bei diesem niedlichen kleinen Video. Mache ein Winke-Winke in die Runde und wünsche noch einen wunderschönen Tag.